Ich habe mir auch überlegt, ob es in meiner Karriere, in meiner sogenannten, auch noch einen Punkt gibt, den ich noch nie berührt habe. Und da steht das Wort Talkshow. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Talkshow gemacht. Und hier ist jetzt einmal der Punkt gekommen. Das ist natürlich falsch geschrieben mit einem L. So. Darf ich Sie bitten, ein bisschen näher zu kommen, meine Herrschaften? Setzen Sie es doch bitte ein. Ich habe zur Selbsthilfe gegriffen und baue mir jetzt selbst eine Talkshow. Ich unterscheide mich von anderen dieses Berufes und dieses Faches nur dadurch, dass meine Fragen stahlhart und gnadenlos sein werden. Mein erster Besuch ist eine Berliner Schauspielerin, Edith Hanke. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Hanke. Hitte. Also den Witz mit Hanke und Hitte, den hatten wir aber schon mal, ne? Dankeschön. Dankeschön. Meine erste Frage an Sie lautet, Sie haben bisher noch keine Memoiren, Sie haben überhaupt noch kein Buch geschrieben, Edith Hanke. Sag mal, wo ist denn der... Können Sie nicht oder wollen Sie nicht schreiben? Ich wollte dich fragen, wo ist denn der Stuhl her? Der gefällt mir nämlich. Guck mal. Was für ein Stuhl, bitte? Na, der, auf dem ich sitze. Ist doch schön. Ich weiß, ich hab doch keine Ahnung. Was kostet denn sowas? Keine Ahnung, wo der herkommt. Weiß ich. Das kann ich mir ja vorstellen, ja. Nein, ich wollte nur sagen, woher soll ich wissen, woher soll ich den Preis für einen solchen Stuhl kennen? Na, das sage ich doch. Du sag mal, wie geht's eigentlich zu Hause? Geht's Lonnie gut, ja? Ja, Lonnie geht es gut, danke schön. Freut mich. Und euer Sohn, der studiert noch, nicht? Ja, der ist jetzt im 5. Semester Politologie und Geschichte. Denk mal an, sag mal, du hast ja nie studiert, nicht? Merken Sie sich bitte eins, ich stelle hier die Fragen. Darauf kommt es mir an. Ach so, wir sind heute per Sie, na bitteschön. Bei Ihnen steht ein Knopf offen. Nein, oben am Hemd. Oh. Ich komme jetzt zu meiner nächsten Frage und wollte Sie ganz entschieden fragen. Sie leben als kritischer Mensch. Ja. Was gefällt Ihnen eigentlich im Leben? Na, das habe ich doch schon gesagt. Der Stuhl, der gefällt mir großartig. Also wirklich, der ist fabelhaft. Ja, dann nehmen Sie ihn doch mit, mein Gott. Ja, na, das könnte Ihnen so passen. Ich schleppe mich hier mit dem Stuhl ab und Sie bleiben da sitzen. Das habe ich ja nicht gesagt, dass ich das tun werde. Das habe ich ja nicht gesagt. So, na, das dürfen Sie doch schon gar nicht machen. Da ist doch der Knopf gleich wieder offen, mein Gott. Also ich weiß nicht überhaupt, das ganze Hemd, das sitzt doch völlig schief. Was ist denn das? Also ich will dir mal was sagen, du bist ein ganz unkollegialer Typ, bist du, will ich Wieso dir mal sagen. Denn? So fängt man doch keine Talkshow an mit Ach, mir. Ach, hör doch mal damit auf, pass mal auf. Setz dich mal hier rein, ich will mal sehen, wie du da drin aussiehst. Nee, also ich finde, der steht dir überhaupt nicht. Komm mal wieder raus. So. Kann ich jetzt bitte noch einmal von vorne anfangen? Dies ist eine Talkshow, ja? Ach so. Der berühmte tschechische Psychologe Chernetschi. Gesundheit. Hat festgestellt in einem Test, dass Frauen nicht wissen, was sie in ihren Handtaschen haben. Jetzt frage ich dich, was hast du in deinen Handtaschen, in deiner Handtasche? Na ja, mal, das ist ganz einfach, da habe ich Kartoffeln drin, bitte. So, schön, nicht? Edith? Ja? Bitte schön, warum hast du Kartoffeln darin? Das ist ganz einfach, das war ein Sonderangebot, weißt du? Und da habe ich für Scholzens gleich welche mitgenommen. Wer ist Scholzens? Wer ist Scholz? Na hör mal, den kennt doch jedes Kind. Bubi, komm mal her, sag mal guten Abend. Der Wahnsinn. Jetzt kommt der... Du regst dich ganz schön auf, Peter. Du solltest vorsichtig sein. Ich meine, du bist nicht mehr der Jüngste.
Ach, und um mir das zu sagen, bist du hierher gekommen. Übrigens, seit wann darfst du Kartoffeln essen? Seit ich nicht mehr boxe, darf ich alles essen, was dick macht. Es sei denn, man kann nicht immer Nein sagen, wenn jemand so fabelhaft Kartoffeln kochen kann wie die Edith. Ich danke dir. Ist das nicht, du boxst nicht mehr? Dann kann ich dich ja noch nachträglich zum Friedensnobelpreis vorschlagen. Der ist ja in diesem Jahr gar nicht vergeben worden. Jawohl. Ganz interessant, ja. Da ist noch keiner vorher drauf gekommen. Hast du eigentlich früher auch mal geboxt? Ich habe sogar sehr gut geboxt, aber ich musste aufhören. Zwei Finger gebrochen, die anderen gequetscht. Ich sag nur noch vom Boxen. Nein, der Ringrichter hat drauf getreten. Was ist denn jetzt wieder? Was ist? Mein Gott, wir kommen ja gleich. Wer ist denn da noch? Ach, wir fahren doch in Völzens Auto. Der nimmt uns nachher mit, weißt du? Wer ist denn Völzen? Ach, der Völz? Der Wolfgang? Der Wolfgang. Der Wolfgang? Ja! Na, also, das ist ja wirklich. Grüß dich. Das ist eine schöne Überraschung. Ah, herrlich. Macht's kurz, Kinder, macht's kurz. Ich habe einen Hund im Auto. Du hast einen Hund? Ja. Mhm. Seit gestern einen Hühnerhund. So einen wunderschönen Hühnerhund. Bis jetzt hat er noch kein einziges Ei gelegt. Ich mache hier eine Talkshow. Und jeder kommt und amüsiert sich hier auf meine Kosten. Wer hat denn damit angefangen, Herr Frankenfeld? Ach, lass mich doch mal. Das finde ich aber auch. Also wir hatten mal einen Hund, der machte sogar Türen auf. Das ist gar nichts. Unser hat einen eigenen Hausschlüssel. Du weißt, unser Dackel, ja? Unser Dackel, der darf doch nicht auf die Couch. Peter, geh doch mal aus dem Licht. Mal. Sie macht mir ja ganz dunkel. Ja. Also der darf nicht auf die Couch und jedes Mal, wenn ich ins Zimmer komme, dann springt der schnell runter und pustet die Stelle kalt, auf der er vorher gesessen hat. Ich möchte das hier kommen, machen mit meiner Talkshow. Peter, wir reden und reden und reden doch wie in einer Talkshow. Sag mal, warum machst du eigentlich keine Talkshow? Du bist gerade eine Stelle frei geworden. Ja. Peter und eine Talkshow, der kann doch keine Talkshow, mal höchstens eine Giftshow. Der verschenkt doch alles hier. Was soll der, wenn ich den mitgebe, nehm ihn doch mit, bitte. Ja, nehmt doch mit den Kram. Wenn ihr wollt, bitte, dann hört's eben auf. Nehmt doch den. Sag mal, dieser Captain's Table, den darf ich auch mitnehmen. Nehmt mit, alles ja, mit. Das ist ja fabelhaft. Was für meine Kinder. Fabelhaft, danke schön. Liebe Güte. Danke. Ich werde dir mal sagen, Peter, du sollst ja auch nicht ausgehen wie ein Hund. Hier die beiden Kartoffeln, die nimm mal mit für Lonny mit einem schönen Gruß von dir. Danke dir recht schön, ja. Und alles gut. Wiedersehen. So schnell kann ein lang gehegter Wunsch ersterben. Ich werde nie wieder den Versuch äußern, eine Talkshow zu machen. Nie wieder. Danke dir vielmals.